darf um Ruhe bitten zum Start der Pressekonferenz heute nach dem Rückrundenauftakt zu Gast im Dietmar-Hopp-Stadion der 1. FC Köln. Endstand 4:0 für die TSG. Ich darf als erstes unseren Gästetrainer Sascha Glas zu seiner Stimmung und zum Spiel bitten. Erstmal Glückwunsch an Hoffenheim und an dich. Ich glaube, dass wir sehr gut ins Spiel gekommen sind in der ersten Halbzeit. Ich glaube auch, dass wir so die ersten 20, 25 Minuten vielleicht sogar mehr vom Spiel hatten mit vielen, vielen Standards. Wenn ich an den Schuss vom Handy denke, im Moment haben wir nicht das Glück, dass mal so einer reinfliegt. Und ja, dann kommen wir aus der Halbzeit, haben uns nochmal viel vorgenommen und muss man sagen, ich bin ganz 2, 3 und 4 und echt so ein bisschen aus Slapstick-Aktion, aber das wenn es nicht läuft im Moment, dann kommt sowas dazu und man muss auch seine Klasse von Hoffenheim auch noch ein bisschen eiskalt ausgenutzt. Mit der ganzen individuellen Klasse, die sie haben und dann auch verdient gewonnen am Ende. Ja, ich glaube mehr zu meiner Seite ist auch zu hören. Ja, erstmal vielen Dank, Sascha. Ich sehe es wie Sascha, wir sind schwierig ins Spiel gekommen und es war klar, dass das heute ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird, weil Köln uns Hochdruck machen wird, weil die uns die Räume eng machen werden und wir sind die ersten Minuten nicht in unser Positionsspiel gekommen, nicht in den Ballbesitz gekommen. Das war uns aber klar und deshalb haben wir gesagt, wir wollen über Spiel gegen den Ball in ins Spiel kommen, wir wollen über unser Gegenpressing ins Spiel kommen, über unser Angriffspressing und das haben wir dann auch nach guten 20, 25 Minuten geschafft, sodass wir dann auch nach 20, 25 Minuten auch die ersten Kombinationen mal hatten, wo wir uns lösen können über gute Bewegungen und dann auch zum Glück das 1-0 gemacht haben, das uns dann auch so ein bisschen wieder Aufwind gegeben hat. Ich habe es auch ähnlich gesehen, über Standards war es immer gefährlich, auch bis in der Hälfte von der zweiten Halbzeit war es über Standard immer gefährlich. Aber dann haben wir zum Glück dann auch in der zweiten Halbzeit, wir haben gesagt, wir wollen dynamischer agieren, wir haben gemerkt, immer wenn wir statisch in der Vierer- oder Dreierkette aufbauen, wusste Köln sofort, wie sie uns pressen müssen. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen dynamischer agieren, wollen über viele Positionswechsel da in unser Positionsspiel kommen und das haben wir dann auch in der zweiten Halbzeit geschafft und haben dann auch zum Glück in der Höhe dann nochmal das alles klar gemacht, dass es dann am Ende 4-0 ausging und dass so schöne Tore dann fielen, natürlich umso besser. Wir sind froh, dass wir diese Aufgabe, diese schwere Aufgabe lösen konnten heute und schauen jetzt mit Zuversicht in die nächsten Aufgaben. An der Stelle auch an Köln alles Gute weiterhin. Ich wünsche euch alles Gute und ja. Ja, gibt es Fragen von den Pressevertretern? Ja, Pascal. Sascha Glas, die Frage, jetzt steht das Heimspiel an, direktes Derby gegen Leverkusen. Dann die Auswärtsfahrt, dann Mitte März nach Potsdam. Wie wichtig ist es jetzt auch so ein bisschen einen Turnaround zu schaffen gegen diese Gegner? Ja, wir haben ja erstmal ein ganz einfaches Spiel noch im Pokal gegen Wolfsburg. Und das nötige Selbstvertrauen erstmal arbeiten. Aber ich glaube, dass der Mannschaft immer was zuzutrauen ist. Ich glaube, man hat es dann auch gesehen, dass nach dem 3-0 gerade dann auch nicht mehr das größte Selbstvertrauen da ist. Also die Leute, die sich ein bisschen mit Fußball beschäftigen und die sich auskennen, wenn du in so einer Spirale mal drin bist und dann ist es viel, viel Kopfsache. Deswegen hätte uns das einfach gut gefallen. Dafür sind wir super mutig aufgetreten hier. Uns hätte einfach mal ein Tor gut getan. Das haben wir nicht erzielt und hatten eine gute Trainingswoche. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Es gilt einfach weiter daran zu arbeiten, dass die Mädels weiterhin an sich glauben. Jetzt ist meine Länderspielpause, tut vielleicht auch mal ganz gut. Kommst in eine andere Umgebung, wieder in ein anderes Team. Einige und das ist viel Kopfsache, glaube ich, im Moment. Also. Und in der Liga kriegst du so und so nichts geschenkt. Also, wenn du fährst irgendwie nach Duisburg, Meppen oder sonst wohin. Also, du musst in jedem Spiel arbeiten. Und von daher würde ich von Woche zu Woche denken, glaube ich. Das macht am meisten Sinn einfach. Ja, Pascal. Nadine, das ist die Frage. 2 Siege, 11:0 Tore. Frankfurt hat gestern verloren. Ihr seid doch 3 Punkte dran an Frankfurt jetzt. Beschreib mal, wie siehst du diese, ja, hast du diesen Einstand so vorstellen können und wie siehst du die Tabellensituation? Natürlich freuen wir uns, dass wir jetzt so gut aus der Winterpause gekommen sind, sind uns aber bewusst, dass wir jetzt dann auch schwierige Aufgaben noch vor der Brust haben. Wir haben sowohl Wolfsburg als auch Bayern als auch Frankfurt noch auswärts. Deshalb sind wir sehr froh, dass die Tabellenkonstellation jetzt so aussieht, aber wissen,
natürlich, dass es noch ein weites Stück Arbeit ist, bis wir dann diesen Platz 3 dann hoffentlich innehaben mögen. Kannst du schon was zum Pokalspiel gegen Bayern sagen? Das ist dann das nächste nach der Länderspielpause. Nach den beiden guten Spielen traust du der Mannschaft da auch eine Pokalüberraschung zu? Natürlich können wir jetzt mit Zuversicht auf das Spiel schauen gegen Bayern. Da werden wir natürlich auch mutig auftreten und werden versuchen, die Pokalsensation zu schaffen. Wird ein schweres Spiel, aber ich glaube, wir haben jetzt eine super Ausgangssituation, um da auch mutig aufzutreten. So, vielleicht nochmal, Sascha, Kollegin Degen, du hast ja jetzt leider Gottes in der Viererkette, oder was heißt leider Gottes, du hast in der Viererkette ja dieses Jahr viel experimentieren und umbauen müssen, auch heute wieder nicht dieselbe Konstellation wie in der vergangenen Woche mit Celine Degen erstmal geplant vor der Viererkette. Ich habe heute eigentlich in der ersten Halbzeit sehr viel mehr Stabilität gesehen als in der letzten Woche gegen Essen. Wäre das für dich so eine Konstellation, wenn alle fit bleiben, gangbar jetzt in die Rückrunde zu gehen? Celina Degen ist ja in Hoffenheim bekannt. Wir sind sehr froh, dass sie da ist. Hat sehr, sehr wenig trainiert, muss man sagen. So gut wie keine Vorbereitung hat sie jetzt im Winter. Und sagt schon viel über ihre Qualität aus und auch über unseren Kader so ein bisschen, dass sie eigentlich überall doppelt besetzt sind, auch keine Innenverteidiger haben. Sarah Puntigam spielt jetzt auch schon seit Wochen und Monaten in der Innenverteidigung, hat auf der 6 bekommen. Also wir müssen immer mal so ein bisschen variieren. Aufgrund der Kadergröße hat Celina Degen, finde ich, hat ein recht gutes Spiel gemacht dafür, dass sie ein paar Trainingseinheiten hat und wieder drin war. Also ich habe es genauso gesehen. Ich glaube, es hat jetzt wenig mit der Innenverteidigung zu tun gehabt, dass wir da noch die Tore kriegen. Wir haben uns wieder so ähnlich wie die ersten mit selbst reingeschossen, bei aller Qualität, die Hoffenheim hat. Wenn du so Fehler machst, dann nutzt sie halt Hoffenheim auch super, waren schöne Tore dabei, da keine Frage. Ich habe es genauso gesehen. Also ich habe ausdrücklich gesagt, das ist ein Unterschied zum letzten Spiel, in der vergangenen Woche. Ja, ist schon klar. Also, letzte Woche war ja auch. War nix. Streich mal. Ja. Ja, vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen von Pressevertretern gibt, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen. Ich darf Sie noch aufs nächste Heimspiel hinweisen. Am 28. Februar ist der FC Bayern München hier zum Pokalviertelfinale zu Gast. Vielen Dank. Also ganz kurz nochmal. Ich bin ja so ein kleiner Hoffenheim-Fan, so den Weg, den ihr gegangen seid, seit 10, 11 Jahren. Deswegen wünsche ich dir erstmal hin weiter viel Erfolg. Ja, glaube ich, ein super Einstand, schöner kann es nicht sein. Und dann alles gut gegen Bayern. Danke. Oh.